Lokomotiven üben auf viele Menschen eine unerklärliche Faszination aus. Schon seit sie das erste Mal eine Modelleisenbahn unter dem Weihnachtsbaum gefunden haben, träumen viele von einer Karriere als Lokführer. Josi Sommerfeld hat sich diesen Kindheitstraum bereits erfüllt und hilft nun als Dozentin für die praktische Ausbildung anderen, es ihr gleich zu tun. Der Weg dahin ist jedoch alles andere als einfach. Also ich glaube, die Ausbildung zum Lokführer ist gänzlich, also grundsätzlich sehr schwer, weil es unglaublich viel Wissen ist, was dahinter steckt, weil unglaublich viele Prüfungen kommen. Wichtig ist halt hauptsächlich, dass man dranbleibt und sich da auch nicht entmutigen lässt, wenn es wirklich mal schief geht in der Prüfung. Ja, und es ist halt schlimmer, sage ich mal, wie in der Schule. Es muss gelernt werden. Aber wir haben ja ganz viele fachliche Kollegen, die da immer zu Rat und Tat an der Seite stehen. Bis die Auszubildenden selbst die Chance haben, die Hebel der V60 Diesellokomotive in die Hand zu nehmen, ist es also noch ein weiter Weg. Nach etwa 4 Monaten theoretischer Ausbildung ist der erste Schritt in die Praxis die Zugfahrt mit dem Simulator. Dieser besitzt die gleichen Bedienelemente wie die echte Lok und ist somit ideal dazu geeignet, aus erlerntem Wissen praktische Arbeitsabläufe zu machen. Simulatorinstruktor Alex Cenzilaz übernimmt die Einweisung und erklärt, was zu beachten ist. Das Wichtige oder das Allerwichtigste, bevor man an so einem Simulator rantritt, ist, dass man einfach die Ruhe bewahrt, sich selber nicht verrückt macht und dann einfach langsam in die Schritte sich hineinarbeitet und einfach ruhig bleibt und alles in Ruhe abarbeitet. Für Azubi Jan ist es heute soweit. Er hat die Chance, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, indem er verschiedene Teststrecken abfährt. Besonders wichtig, er muss schnell genug auf Gefahrensituationen wie Gegenstände auf den Gleisen reagieren. Trotz aller Herausforderungen endet Jans Fahrt mit dem Simulator erfolgreich. Er freut sich schon auf die Fahrt mit der richtigen Lokomotive. Ich kann mir vorstellen, wenn man sehr viel Erfahrung mit dem Ganzen hat und das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass das halt irgendwann auch einen gewissen Rhythmus hat und dann kann man sich halt auch auf die Fahrfreude, sage ich mal, konzentrieren. Aber es macht auch so schon Spaß, also wenn man am Simulator sitzt und man freut sich halt auch schon auf die Zeit, ne, wo man das dann wirklich umsetzen kann. Und deswegen ist das auch auf jeden Fall ein Teil des Ganzen. Aber man darf halt nie vergessen, dass das nicht nur Spaß machen soll, sondern halt auch ein ernsthafter Beruf ist, ne? Und man muss das auch seriös angehen. Ich für meinen Teil bin da selbst sehr neugierig geworden. Kann es wirklich so schwierig sein, ein Fahrzeug zu bedienen, welches sich auf einer vorgegebenen Schiene bewegt? Um das herauszufinden, habe ich mich kurzerhand selbst an den Simulator gesetzt. Instruktor Alex Cenzilaz hat mich Schritt für Schritt durch die grundlegenden Abläufe geführt. Die erste Hürde? Die Sicherheitsfahrschaltung, kurz SIFA. Das ist ein Pedal auf dem Boden, welches der Lokführer permanent nach unten drücken muss. Alle 30 Sekunden wird der Fuß einmal kurz angehoben, dann wird das Pedal wieder durchgedrückt. Passiert das nicht, meldet sich sofort die Sprachausgabe. SIFA. SIFA. Reagiert der Lokführer nicht innerhalb weniger Sekunden auf diese, wird der Zug zwangsgebremst. Eine Erfahrung, die ich nicht nur einmal gemacht habe. Zusätzlich muss der Zug immer genau in der richtigen Geschwindigkeit anfahren und bremsen. Die vielen Signale entlang der Strecke erfordern ebenfalls bestimmte Reaktionen. Bei mir klappt das alles nur auf direkte Anweisung von Alex. Trotzdem ist er mit meiner Leistung zufrieden. Für den Anfang sehr gut, muss man wirklich sagen, da gab es schon schlechtere. Die Grundbegriffe habe ich dir erklärt gehabt und das hast du auch sehr gut umsetzen können. Von daher war das wirklich sehr gut fürs allererste Mal. Unabhängig von meiner Leistung war die Erfahrung für mich aber definitiv eine große Bereicherung. Wenn mir das jetzt hier gerade eines gelehrt hat, dann Demut. Also hier, mir musste hier wirklich quasi jeder Knopfdruck nochmal genau vorgeschrieben werden. Ich hatte so gut wie überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss, weil es einfach extrem umfangreich ist. Also Lokführer wird man definitiv nicht in einem Tag. Die Auszubildenden lassen sich von der Komplexität des Simulators nicht abschrecken. Ganz im Gegenteil. Die Freude darauf, eine Lok selbst steuern zu können, motiviert sie, sich auch beim Theorieunterricht viel Mühe zu geben. Es gibt aber auch noch andere gute Gründe, die für eine Umschulung zum Triebfahrzeugführer sprechen. Weil das schon Kindheitstraum von mir war und ja, freue mich richtig drauf, das zu werden. Ja, weil den Job verschiedene Ansatzbereiche hat und man ist oft unterwegs ist, das macht von daher Spaß. Ja, mal abgesehen davon, dass es ja ein Kindheitstraum fast eines jeden Mannes ist, über auch Geld, das eine Rolle spielt, gibt es so viele Ecken in Deutschland, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe und die würde ich gerne noch sehen. Und man kann das natürlich länger als bis zur Rente machen. Das ist der Punkt.
Die Umschulung bei Dispo TF lässt sich ganz einfach über den Bildungsgutschein der Arbeitsagentur finanzieren. Zusätzlich garantiert der erfolgreiche Abschluss auch direkt eine Übernahme in den Betrieb. Für alle, die interessiert sind, aber noch Fragen haben, bietet die Dispo TF jeden Mittwoch um 15 Uhr ein Informationstreffen an. Die Kontaktdaten haben wir für Sie eingeblendet.